Herr Professor Thompson, der ASCO, der große amerikanische Krebskongress 2021, findet virtuell statt und wir haben schon viele Daten gesehen. Was sind denn Ihre Highlights beim frühen Brustkrebs, die gezeigt wurden? Also erstmal wünsche ich einen schönen Abend, diesmal nicht aus Chicago, sondern von zu Hause. Und vielen Dank, dass ich da mich zu äußern darf. Ich meine, dass der frühe Brustkrebs, da geht es ja um die Situation, wo wir kurativ fähig sind, den Patientinnen zu helfen, also heilen zu können. Und da muss man natürlich sagen, das Highlight, das wird erst heute Abend kommen. Wir kennen die Daten, wir haben das Paper schon gelesen, aber es ist ganz einfach, wenn wir die Historie ansehen, seitdem man weiß, dass man Systemtherapien braucht, vor ungefähr 70 Jahren, seitdem die Studien zur Chemotherapie gelaufen sind und man gesehen hat, dass mit adjuvanter Chemotherapie man sagen wir mal, etwa ein Drittel bis bei Fünftel der Todesfälle über 15 Jahre verhindern kann, das ähnlich auch mit endokriner Therapie erreicht, ähnliches auch erreicht in der gleichen Größenordnung bei den HER2-Positiven mit der Anti-HER2-Therapie. Das neue Highlight ist jetzt, dass wir bei den Patienten mit einer BRCA-Mutation, also mit einem genetisch bedingten Brustkrebs, man durch eine spezifische Medikation, einem sogenannten PARP-Inhibitor, in ähnlicher Größenordnung wahrscheinlich Effekte erreichen kann. Und damit setzt sich eigentlich das durch, was Richard Pito, also der Statistiker aus Oxford, uns mitgegeben hat. Nicht der einzelne Wurf ist sozusagen das, was uns beim Brustkrebs hilft, was den Patientinnen hilft, sondern die Addition verschiedener Effekte, verschiedener Therapien, die machen dann am Schluss den großen Effekt aus. Und da ist eben mit dem neuen Effekt, den man heute Abend, der heute Abend vorgestellt wird, einfach noch ein weiterer ganz essentieller Baustein dabei getragen worden ist. Es geht darum, dass wir ja auch aus der Therapie vom Ovarialkarzinom und aus der Therapie des metastasierten Mammakarzinoms wissen, dass wir mit einer speziellen Medikation, einem sogenannten PARP-Inhibitor, bei Patienten, die eine BRCA1 oder 2 Mutation haben, tatsächlich Langzeiteffekte mit auch Verbesserung des Überlebens erreichen können. Man muss sich das so vorstellen, dieses BRCA1 und BRCA2, das sind ja Eiweißstoffe, die verhindern, dass Tumoren entstehen, indem sie Zellen reparieren, und zwar auf der Ebene der Chromosomen, also der Doppelstrang-DNA. Und die Zelle hat nun viele weitere Reparaturorganellen, um die ständig pro Tag stattfindenden Reparaturen vorzunehmen. Eine andere Reparatur ist die Reparatur der Einzelstrangstörungen, Einzelstrangbrüche der DNA. Das machen die sogenannten Polyadenosin-Ribose-Polymerasen, also kurz PAPs. Und wenn man jetzt beide Reparaturmechanismen stört, dann gehen die Zellen eben zugrunde. Bei diesen Tumorzellen sind eben durch genetische Veränderungen und andere Störfaktoren bereits diese Doppelstrangreparatur gestört. Und wenn jetzt noch die PARP-Einzelstrangreparatur durch ein Medikament gestört wird, dann gehen die Zellen zugrunde. Das ist das Prinzip. Man nennt es dann auch synthetische Letalität. Diese PARP-Inhibitoren, Olaparib, Talazoparib und andere, wie sie heißen, die bereits eingesetzt werden beim Ovarialkarzinom, zum Beispiel Niraparib auch und Rucaparib, das sind eben genau Medikamente, mit denen wir diese Effekte sehen. Und das Neue war jetzt, dass Patientinnen, die ein frühes Mammakarzinom hatten, High-Risk-Karzinom, welches einer Chemotherapie zugeführt werden musste, das sind alles HER2-negative, aber entweder triple-negative oder HER2-positive Mammakarzinome, die nach einer neoadjuvanten Chemotherapie nicht komplett angesprochen haben oder andere Risikofaktoren gezeigt haben. Wenn man diesen Patienten jetzt zusätzlich noch für 2 Jahre dieses Olaparib gegeben hat, dann haben die einfach ein Drittel weniger oder sogar noch viel mehr, fast die Hälfte weniger Rückfallereignisse gehabt und etwa ein Drittel weniger Todesfälle. Das war noch nicht signifikant als die Patienten, die eben nur das Placebo bekommen haben. Und das ist ein wirklich toller Effekt. Der Effekt ist bei den Triple-Negativen, also keine Hormonrezeptoren, keine HER2 und bei dem Hormonrezeptor-Positiven, richtig? High-Risk-Hormonrezeptor-Positive, ja. Gut. Und man hat jetzt erst ein kurzes Follow-up, ne? Also kurze Nachbeobachtung, aber man sieht bereits jetzt nach 3 Jahren eben diesen Effekt. Wunderbar. Also das ist sicherlich das Highlight.
dass wir mit nach Hause nehmen, dass wir hier ein neues Tool haben. Nach Chemotherapie, nach Endokrinotherapie, nach HER2-Therapie haben wir nun auch noch die PARP-Inhibitortherapie bei dieser spezifischen Gruppe der Patienten mit der BRCA1-2-Mutation. Das müssen wir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Da flachen natürlich die weiteren Ergebnisse, die mit viel Mühe und auch sicherlich sonst auffälligen Ergebnisse, die fallen dagegen ein bisschen ab. Aber ich kann es ja vielleicht noch mal ganz kurz summarisch zusammen erzählen, was noch wichtig war. Ich denke, ein Punkt ist die endokrine adjuvante Therapie. Die, also ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass man damit ja einen ganz großen Effekt erreicht, zusätzlich zu anderen Maßnahmen bei hormonrezeptorpositiven Patienten. Und der typische Zeitraum, über den wir diese endokrine Therapie, also zum Beispiel mit Tamoxifen oder mit Aromatasehemmern geben, wäre ja 5 Jahre. Und wir wissen, dass bei manchen Patienten, bisher wissen wir eigentlich nur, dass bei Patienten mit nodalpositiven, also axillären Lymphnodenbefall, dass diese Patienten eben noch von der Verlängerung der adjuvanten Therapie auf 10 Jahre oder mehr profitieren. Eigentlich ist das inzwischen schon Standard, dass man den Hochrisikopatienten heutzutage 10 Jahre Therapie gibt, bestehend eben aus Tamoxifen und Aromatasehemmer. Der Punkt ist der, dass man meinte, dass man bisher eigentlich nur einen Faktor hat, mit dem man das ein bisschen vorhersehen kann, ob das Ganze Sinn macht und auch tatsächlich die Sterbefälle reduziert. Denn wir wissen ja auch, diese adjuvante Therapie mit antihormoneller Intervention, also Tamoxifen oder Aromatasehemmer, das tut ja auch ein bisschen weh, das ist ja ein bisschen unangenehm. Also die Chemotherapie ist für viele Frauen nach sechs Monaten oder sowas vorbei. Die adjuvante endokrine Therapie über 5 Jahre mit den ganzen Nebenwirkungen, Hitzewallungen und so weiter, stört einfach. Ne? Und man möchte das nur den Patienten geben, wo es wirkt. Der Haupteffekt der verlängerten endokrinen Therapie, das kommt noch erschwerend dazu, ist wahrscheinlich gar nicht das Verhindern der Metastasen, sondern das Entstehen von neuen Karzinomen, von Zweitkarzinomen in der kontralateralen Seite. Viele, neben dem Nodalstatus haben wir keinen klaren Hinweis, bei wem das funktioniert. Und viele Firmen und Forscher haben sich darauf kapriziert, dass es mit dem Prosigna oder Oncotype, Mammaprint oder PCI, ich habe diese keine genannt. Letztendlich muss man sagen, keine dieser Signaturen hat bisher uns beweisen können, dass die verlängerte Therapie effizient ist. Diese Signaturen haben zeigen können, dass diese Patienten auch ein hohes spätes Risiko haben, aber sie haben keiner für sich prospektiv beweisen können, dass eins effizient ist. Allenfalls vielleicht mit dem BCI-Test, das ist eine Kombination aus Grading und 2 Genen, die was mit dem Immunsystem und anderen Reparaturvorgängen zu tun haben. HOXB13 und IL-7, glaube ich. Da konnte ein Hinweis gegeben werden aus früheren Studien, dass da vielleicht Infekt bei nodalpositiven Patienten zu sehen ist, dass da tatsächlich gezeigt wird, die Verlängerung der Therapie mit Tamoxifen zum Beispiel bringt was in Bezug auf weniger Rückfälle, weniger Todesfälle. Jetzt ist an 2 Studien nochmal versucht worden zu evaluieren, ob das funktioniert. An der NSRBP-B42-Studie ist nochmal versucht worden, um das zu zeigen, ob das funktioniert. Das ist eine Studie, bei der 5 Jahre Tamoxifen gegeben wurde und dann nochmal 5 Jahre Letrozol, also ein Aromatasehemmer versus Tamoxifen. Der Effekt in der Gesamtstudie war übersichtlich, im Wesentlichen weniger kontralaterale Karzinome, wenn ich das mal kurz zusammenfasste. Und man hat jetzt versucht, durch BCI, also durch diesen speziellen Test, oder mit Mammaprint, 70-Gen-Test aus Holland, zu belegen, dass man damit eben die Reduktion der Rückfälle durch eine verlängerte Therapie speziell erreichen kann. Man muss einfach sagen, die Ergebnisse waren unübersichtlich. Mit dem BCI-Test meint man bestätigen zu können, dass bei nodalpositiven Patienten tatsächlich ein Effekt zu sehen ist und bei nodalnegativen eher weniger. Aber die Daten wurden auch von Terry Mamunas selbst sehr, sehr vage interpretiert und letztendlich muss man sagen, so richtig der Clou war es nicht. Beim Mammaprint-Test war das Interessante, dass irgendwie, wenn der Mammaprint-Test low ist, eher ein signifikanter, also bei High-Risk, bei Niedrigrisikopatienten eher ein signifikanter Unterschied herauskam als bei den High-Risk-Patientinnen.
Sie hat dann die Niedrigrisikopatienten nochmal unterschieden, die mit einem ganz, ganz niedrigen Risiko und einem weniger niedrigen Risiko und konnte zeigen, dass die mit diesem mittleren Risiko tatsächlich davon profitieren. Aber das sind eben alles dann doch wieder retrospektive Analysen. Damit komme ich gleich. Ja. Ganz kurz, das heißt, das wird jetzt sich nicht alles ändern? Es wird letztendlich soweit sein, dass wir sagen, Patienten mit einem hohen Risiko, vor allem nur der Positive, sollten eine 10-jährige Therapie haben oder wenigstens 7 Jahre Armutasema. Patienten mit einem niedrigen Risiko, da haben wir jetzt noch nicht den Marker, mit dem wir entscheiden können, wo wir es besser machen können. Okay. Wir haben aber aus dieser Mamaprint-Analyse noch ein zweites ganz interessantes Signal. Das sind nämlich die Patienten, die ein, wie sie nannte, ultra-low, also ein extrem niedriges Risiko haben. Sind zwar nur etwa 10-15% aller Patienten. Die waren so definiert, dass sie sowohl klinisch als auch genetisch, also genexpressionsanalytisch, niedriges Risiko hatten. Und bei diesen Patienten findet man tatsächlich ein extrem niedriges Risiko von 98% 5-Jahres-Überleben. Und die Frage war jetzt, ob diese Patienten überhaupt eine adjuvante endokrine oder Chemotherapie brauchen. Chemotherapie haben diese Patienten ja nicht bekommen. Bezüglich der adjuvanten Therapie kann diese Studie meines Erachtens leider keine Aussage machen, so schön wie die Daten sind, weil eben alle Patienten Therapie gesehen haben. Also wir müssen dann eine randomisierte Studie, und das hat auch der Kommentator gefordert, eine randomisierte Studie machen bei Patienten mit diesem ultraniedrigen Risiko, also Genexpressionsprofile niedrig und klinisch pathologisch niedrige Faktoren, also kleine Tumoren, Nodal negativ, Hochhormonrezeptor positiv, günstiges Grading. Wenn man das alles zusammenfasst, oder günstiges Ki-67, HER2 negativ, das alles zusammenfasst, ein sehr niedriges Risiko hat, dass man dann die endokrine Therapie vielleicht weglässt. Meines Erachtens noch nicht so richtig was Neues eigentlich, weil das wissen wir schon eigentlich schon lange, dass Patienten mit einem sehr niedrigen Risiko, bezüglich Tamoxifen vor allem profitieren, was Zweitkarzinome betrifft, aber nicht unbedingt Metastasen. Also insofern meines Erachtens nochmal eine schöne Bestätigung von den Daten, die wir kennen. Gut, vielen herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Wir haben getrennt nochmal die 2 deutschen Vorträge zu den 2 ADAPT-Studien, die ja auch beim frühen Brustkrebs waren, die dann auch noch auf unserer Website anzuschauen sind. Ja, unbedingt. Da rate ich Herrn Glutz zuzuhören, der diese Studie dann nur wirklich aus erster Hand kennt, und Frau Professor Habeck. Und ich denke, die Studie muss besonders vorgestellt werden. Vielen herzlichen Dank. Frau Leubel, ne? Ja.